Scan wird gestartet. Bridges ID wird. Ja, also letzte Folge, Episode, habe ich ja die Waffen weggepackt. Irgendwie habe ich das Gefühl, die habe ich nicht umsonst bekommen. Wo ich jetzt nur mal eine Nacht drüber schlafen konnte. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Sturmgewehr und die Handfeuerwaffe habe ich tatsächlich nicht umsonst bekommen. Eine tödliche Antipersonenwaffe. Ich bin dafür, dass ich die beiden mitnehme. Granaten weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich die mitnehmen soll oder nicht. Ach komm, noch einmal genug Platz. Mal gucken, was passiert. Noch einmal genug Platz. Ich habe das extra reingepackt, weil ich dachte so, ja, okay, vielleicht probiere ich die mal gegen Mules aus. Und dann dachte ich mir aber, nee, hier ist doch gleich eine Quest. Bestimmt brauche ich die Waffen. Wie wir bestimmt gleich sehen werden. Wie gesagt, man kriegt da so eine Sachen meistens nicht umsonst. Die kriegt man ja immer, um die auch zu benutzen. Wegteleportiert oder was? Ja, weg bin ich. Ich denke mal, die Kamera kann ich auslassen. Da kommt gleich bestimmt wieder die nächste Cutscene. Für die paar Sekunden mache ich die jetzt nicht an. Und ich hatte recht. Also vom Helm her würde ich ja sagen Erster Weltkrieg, oder? Die haben alle eine M1 Garand, oder? Ne, der hat eine Schrotflinte. Neo. Das ist doch nicht Neo, der. Wie ist das? Combat Veteran Matt Nicholson. Anger. Am nächsten Mal in den Zeug noch oder ist das alles weg? Ich hätte ja gar nichts mitnehmen brauchen, siehst du? Ist alles weg. Finde einen Weg, dem Schlachtfeld zu entkommen. Okay. Alles meins, ne? Nimm das mal schon mal mit. Sturmgewehr. Ah, okay. Aua! Wird hier fett getroffen, ey.
gekostet. Was würdest du sagen? Erster, zweiter oder dritter Weltkrieg? Sehr alt aus, wa? Aua. Warum sind noch Flieger und alles? Sieht ja schon beeindruckend aus, muss ich sagen, aber ich sehe von den Gegnern nichts, ne? Ballern einfach aus der Leere. Ein paar Kryptobioten mit. Oh, hier ein MG, Alter. Darf ich mitschießen? Glaube nicht. Blut. Blutinfusion. Ach, Transfusion, okay. Die ständig getroffen, ey. Alter, guck dir mal die riesen Hülsen an. Die sind ja richtig fett. Was sind das? 240er oder was? Oder 320er, was meinst du? City. Plug Abwehr. Wie groß sind die denn? Sind da Leichen oben drauf oder was, Alter? Gerade gestorben. Der Panzer ist gerade gestorben. Der wurde vernichtet. Oh, hier ist so ein Wal. Noch so ein Wal. Alter. Spinnst du? Kannst du mein BB nicht so erschrecken? Alles gut, Kleiner. Alles gut. Nichts passiert hier. Nichts passiert. Ey, Panzer, fahr woanders lang, okay? Hier ist schon besetzt. Mörsergeschosse. Nee, Mörsergeschosse sehen eigentlich ganz anders aus. Ich war ja aber in der Mörserkompanie und die haben keine Hülsen. Mörser ist ein richtiger Flugkörper. Du verschießt da keine Hülsen, also es sind keine Patronen. Also. Das hier sind keine Mörser. Das hier auch nicht. Ist auch kein Mörser. Ja, Mörser sehen halt aus wie Bomben, ne? Die haben vorne den Körper, dann hinten den Stiel, wo der Antrieb ist, und hinten so Flügel dran, ne? Damit sie halbwegs stabil in der Luft rotieren. Und das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, das ist kein Mörser.
Jetzt läuft er ganz normal. Ich habe keine Kontrolle mehr. Okay. Was passiert jetzt? Das war der Erste Weltkrieg, sagst du? Ja, dachte ich mir schon. Aber ich allein schon. Also ich dachte mir schon allein von den Helmen her. Weil die Helme doch sehr alt aussehen. Auch geil gemacht, ne? So ein Spinnennetz aus Stacheldraht. Der sieht aber aus, als wenn der im Irakkrieg oder sowas gedient hätte. Ja? Vom Equipment. Yep, die Waffe sieht auch danach aus. Wäre dir ein bisschen neuer. Wir haben jetzt hier drei Zeitzonen, wa? Erster Weltkrieg, Irakkrieg, sage ich jetzt einfach mal. Und, ja, unsere Zeit. Von Sam. Okay, was haben wir denn hier? Sturmgewehr, Handfeuerwaffe. Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. Über die Leichen, ey. Ich erinnere mich nicht. Also vibriert hier überall. Mein Gott. Muss ihn bestimmt finden, oder? Schrotflinte. What? Die nehme ich mit. Mach dich bitte fertig. Alter. Brauchst du ja nicht verstecken. So, nachladen ist X, okay. Wir brauchen Verstärkung. Zeigt er mir hier, wo er gerade lang geht, oder was? Einsammeln. Leere Blutbeutel, benutzte Waffen und so weiter kannst du abladen, um das Gewicht zu verringern. Ja, okay, so weit bin ich ja noch nicht. Oder habe ich schon wieder eine Waffe getauscht, von der ich nichts weiß? Oh, man sieht sogar hier die Karte. Okay. Fracht. Haben wir denn hier irgendwas Leeres? Nö. Okay, ein Blutbeutel ist bisher benutzt worden. Ich habe sogar noch einen Blutbeutel eingepackt, genau.
Kann ich gleich mal in die Vorratstasche reinpacken? Okay. Ist ja eh leer, braucht man nicht wirklich. Eine Schrotflinte reicht, glaube ich. So viel brauchen wir nicht. Würde ich jetzt mal sagen. Warte mal, wie meine ich das jetzt? Okay, dann kurz auf eine andere Waffe wechseln. Holy shit. Geil, so einfach mit dem Controller zu spielen, um ganz ehrlich zu sein. Der ist sehr sensibel, ey. Der ist super sensibel. Geschwindigkeit. Machen wir mal 30, 30. Mal gucken, wie das funktioniert. Der ist mir ein bisschen zu sensibel, der stickt. Wir brauchen Verstärkung. Bewegung, Bewegung. Ja. Gucken wir mal. Na, wo sind die nächsten? Ich hätte eigentlich gar nichts mitnehmen brauchen, siehst du? Liegt eigentlich alles hier rum. Nachladen. Ist er weg, oder? Abladen. Abladen. Vorratstasche. Also, ich hätte jetzt noch zwei Handfeuerwaffen, oder?
Ne, eine Handfeuerwaffe. Das ist auch schon so gut wie leer. Lass ich jetzt da mal liegen, ne? Also, da hätten wir noch ein Sturmgewehr. Wo ist denn der jetzt eigentlich hin? Hier, wa? Schrotflinte ausrüsten. Oh, zwei Schuss. Nice. Wir haben ein bisschen mehr gebraucht. Wo bist du, du Sack? Komm her! Zu mir! Zu mir! Feuer eröffnen! Schrotflinte ist schon cool. Boom, Alter. Geschafft, Alter. Stirbt er nicht? Vom Sam erlittener Gesamtschaden 2263 Milliliter. Da war ich immerhin 250 Likes bekommen. Dieser Soldat, er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst. Das Kleine kann es bezeugen. Sam, unser letztes Gespräch ist weniger als eine Minute her.
Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlte Stunden verbracht. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Wir werden Mami kennenlernen. Peter Englert. Eine verzweifelte Bitte um eine zweite Pizza. Sam, geh zu Mamas Labor. Mama war Teil des Cupid-Entwicklungsteams. Aber von Anfang an stellte sie seine langfristige Brauchbarkeit in Frage. Sie sah bei den Cupids grundlegende Mängel. Das könnte das seltsame Phänomen, das du erlebt hast, und die erhöhte chirale Dichte erklären. Du solltest sie besuchen und mit ihr reden. Darf ich alles wieder einsortieren hier, oder was? Erledigt. So möchte ich das haben. Da kommt keine normale Granate rein. Nur Blut- oder EX-Granaten. Okay. Habe ich jetzt hier einen Auftrag oder was? Willkommen, Sam Porter Bridges. Gucken wir mal, oder? Also für alle anderen waren wir nur ein paar Sekunden weg. Interessant. Zeitlimit. Zeitlimit ist eigentlich immer ganz gut. Kilo. Das kann der machen. Dringend frische Pizza. 215 Likes. Eine 5 Kilo Pizza. Uiuiui. Doppelter Boden oder was? Können wir irgendwas unterwegs noch mit abgeben? Würde sich ja dann lohnen, oder? Lastenschweber 1. Pizzen sollten beim Transport immer liegen. Und zwar waagerecht, damit das klar ist. Also versuch gar nicht erst, sie in deinen Rucksack zu stopfen. Ansonsten gibt das nämlich eine Riesensauerei. Dann lade ich sie erstmal ab, oder? Auftrag zugewiesen. Liefer. So. Alles schon benutzt hier. Ne, lieber halte ich.
Die kann weg. Blei verstärkt. Okay. Ja, dann gucken wir mal, ob wir unterwegs noch was abgeben können. Das ist ein Zeitlimit. Ist gut, aber liegt nicht auf dem Weg. Cosplayerin liegt nicht wirklich auf dem Weg. Aber das hier könnten wir mitnehmen. Eine große Menge Notrationen. Aber ich müsste, glaube ich, erstmal mit dem... mit dem Auto wieder nach hinten kommen. Eine angenehme Reise. Damit wir das einlagern können. Vielleicht kriege ich aber auch erst 500 Kilo weg. Müssen wir mal gucken. Ich probiere es einfach mal so viel raufzuladen, wie wir können. Wenn nicht, kann ich nur die Hälfte lagern und den Rest muss ich im privaten Spind erstmal deponieren. Zwölf Sachen. 12 von 12. Oh, ist ja praktisch. Ja, würde ich sagen, probieren wir mal die Gourmet-Pizza auch. Perfekt. Alter, 1000 Kilo sind da jetzt im Fahrzeug drin, ne? Über 1000 Kilo sind da jetzt drin. Heftig, oder? Ich habe mich so abgequält mit den Schwebern und sowas alles, ey. Ja, weiß ich ja wenigstens Bescheid, ne? 1000 Kilo kann das Auto auf jeden Fall tragen. Ist doch schon mal eine Information, mit der ich was anfangen kann, richtig? Wann sind die denn hier auf der Straße? Wenn ich mich veräppeln? Ab wann sollte ich eigentlich so eine Straße parieren? Ab 20%? Ab 50%? Was meinst du? Sollte ich die Straßen überhaupt reparieren? Meine, die Straße ist schon ziemlich geil, oder? Wir kommen schön schnell von A nach B. Was ist denn hier eigentlich mit den E-Mails? Stören wir uns selbst? Wie soll ich das wissen? Fragiles Name ist reingewaschen. Da ist die zweite Pizza. Der wandelnde Moderator. Colonel O'Brien heißt er, oder? Weiß er nicht? Colonel O'Brien? Und die Cosplayerin.
Ja, dieses Otter-Ding haben wir aber auch noch nicht irgendwie gekriegt, ne? Also. Habe ich die jetzt eigentlich bei? Diese Otter-Maske? Muss ich nachher nochmal gucken, ob wir die irgendwie bei haben. Würde ich schon gerne mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja auch ein Regenschutz. Und die zieht er dann nur dann auf, wenn es regnet. Wo sind eigentlich meine anderen Lastenschweber? Der Schrotthändler. Verheiratet zu sein ist scheiße. Ja, schenk mir was. Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. Das gibt eine Menge Tinte. Prachtzustand, oh, lecker, 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 lecker. Es ist keine Schande, ab und an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. So, Ingenieur liegt jetzt nicht wirklich auf dem Weg. Der Alte auch nicht. Der Handwerker, den könnte ich noch machen. Wo sind eigentlich meine zwei Lastenschwerer? Ich hatte doch mal Lastenschwerer gehabt. Wo sind die? Sind die weg oder was? Muss ich nochmal eine herstellen, wa? Silikon will er haben. Die haben mir zwar einen Lastenschweber Stufe 1 geschenkt, aber ich nehme ihn lieber Stufe 2. Der verbraucht nicht so viele chirale Kristalle, weißt du? Aus dem Weg. So, nochmal kurz Saft tanken hier. Und weiter zum Handwerker. Und ich schätze mal, vom Handwerker werde ich dann rüberlaufen, aber bin ich mir noch nicht sicher. Das mach. South North City. Lass ich mir doch nicht entgehen. Was meinst du? Komm ich ran? Ja.
zeitrigen Sammler. Was ist das da? Du bist doch nur ein Pizzaboy, ja. Aber ein guter Pizzaboy. Wir hoffen, du bist ausgeschlafen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird abgeschlossen. Oh, Eloy. Muss ich auch mal wieder spielen, ey, Horizon. Warte nicht, warte nicht, warte nicht. Hallo, hallo, hallo. Sam Bridges, du bist unglaublich. Hallo. So weit weg. Okay. Wie nah muss ich denn da noch ranfahren, sag mal? Bin doch schon voll nah dran, ey. Bis da steht, von wegen Vehicles not allowed. Funktioniert das dann, oder was? Ja. Hey Sam, wie geht's? Wow, es war sicher nicht leicht, das alles zu tragen. Nicht wirklich. War super schwer. Was für dich zur Seite gelegt. Vielleicht kannst du damit ja mehr anfangen als ich. Du kannst es jederzeit mitnehmen. Metalle, Keramik? Was ist es? Ach, er hat die modifizierten Blutgranaten. Okay. Er hat die modifizierten Blutgranaten. Okay. Deine Taten spenden mir Hoffnung. Weiter so, Sam. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Was war da denn so? South North City, okay. Gehen wir mal zu diesem Eggord, oder wie der heißt. Keine Ahnung, wie der heißt. Vergessen. Ich glaube, die Pizza ist diesmal besser geworden, weil die andere habe ich leider ein bisschen verkackt, ne? Die hat ja dann ja irgendwie so, weiß ich nicht, 15% oder 20% Frachtschaden. Dementsprechend habe ich natürlich auch nicht so viele Likes bekommen, um den zumindest auf einen Stern hoch zu pushen oder so. Das hatte dann leider nicht funktioniert. Gucken, ob es diesmal besser klappt mit der Pizza. Dass wir diesmal volle Punktzahl bekommen.
Oder zumindest ansatzweise. Oh, Vorsicht. Nicht so viel verschieben und so. Unter 10 Minuten? Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Nach der Prüfung. Unter 10 Minuten. Im perfekten Zustand, Kollege. Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. Null Schaden diesmal. Waagerecht getragen, 50 Likes. Nice. Von da unten, ne? Von Southnot bis da nach oben, ey. Ich krieg keine Verbindungsstufe dafür. Rechne. Vielen Dank für die Unterstützung. Gute Arbeit. Sollen wir dann nochmal irgendwann was haben oder was? Verdammt! Wir haben nicht mal die Punkte gekriegt, ey. 500 Likes und haben wir nicht mal die Punkte gekriegt dafür. Pech, ja? Gut, wir brauchen ganz viel Sauce noch. Ganz viele Sachen für South Not City. Alles, was wir jetzt irgendwie kriegen können, irgendwie an Aufträgen oder so, werde ich jetzt versuchen, dahin zu bekommen. Die E-Mail hat er mir geschrieben. War der nicht da oder was? Nee, nicht Fracht. E-Mails. 8 Likes. Verheiratet zu sein ist scheiße. So geil. Ja, hätte man vorher wissen müssen. Lake Not City? Nee, das war nicht. Mit denen sind wir fertig, ne? Schade, dass man nicht hier sehen kann, so von wegen, ja, du kriegst hier immer die Boots. Spezialbelohnung, bla bla bla. Spezialbelohnung, bla bla bla. Aber irgendwie. Wie weit sind wir jetzt hier eigentlich? Das ist fertig, oder? Das ist auch fertig. Cosplayerin war fertig. South Not City fehlt noch. Die chirale Künstlerin war fertig. Der Schrotthändler war fertig, ne? Sammler war fertig. Der Filmregisseur. South Not. Verteilerzentrum war fertig.
Der Alte war sowieso fällig, der Ingenieur sowieso, Handwerker sowieso. Da haben wir gerade keine Likes gekriegt, keine Punkte. Anzubänden. Schnackseln. Viel zu viel Resine. Late Not City. Oh, South. South Not City. Also, was ich jetzt mache, ist, ich klappe jetzt jeden einzelnen ab, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie Aufträge nach South Not haben. So dass wir jetzt gleich, weiß ich nicht, 10 Aufträge auf einmal haben am besten. Sofern die nicht alle zu viel wiegen, ne? Muss ja auch gucken, dass ich die Fracht auch wegkriege. So, liebe Leute. Habt ihr Aufträge für mich, für South Not City? Den hier, 400. Metalle und in der... Oh, okay, machen wir. 400 Likes, 55 Kilo, definitiv. Nehmen wir mit, ne? Da will ich auch noch vorbei. Experimenteller Treibstoff. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Kilo. Mal gucken, ob ich das alles mitkriege. Ingenieur. Meinst du, das kriege ich alles so mit? Einfach mal gucken, wa? Ich bin mal gespannt. Alter, das Fahrzeug ist ja riesig. Guck dir mal an, was ich alles mitnehmen kann, ey. Das Ding ist ja riesig, ey. What the heck? Krass. Ja, dann gehen wir jetzt zum Ingenieur. Gucken, ob wir da auch noch ein paar Quests haben für den Handwerker, für das Parteilerzentrum und South City. Dann nehmen wir die vielleicht auch noch rein mit, wenn die nicht allzu schwer sind und so. Aber das ist schon echt eine Maschine, ey, dieses Fahrzeug. Halleluja. Kleine Erinnerung, Sam. Beim Führen solcher Waffen ist es von größter Bedeutung, sich in Zurückhaltung zu üben. Ich schätze, dir ist klar, dass Töten keine Option ist. Mehr Leichen bedeuten mehr GDs und möglicherweise mehr leere Stürze. Wenn du jemanden tötest, gefährdest du nicht nur dich, sondern auch viele andere Leute. Ja, ich möchte, glaube ich, auch
kein Mew töten. Weil wenn wir dann da wirklich so einen leeren Sturz verursachen, ist das glaube ich nicht so geil. Deswegen werde ich das glaube ich nicht machen. So, no vehicles allowed. Das müsste ja reichen, oder? Angeforderte Fracht. Oh hey, schön dich zu sehen. Naja, die Fracht ist in Top-Zustand. Naja, sagt er. Naja, sagt er. Naja. Naja, sagt er. Okay, der wollte mir nichts geben. Obwohl ich hatte eher jetzt Aufträge, die ich... Handwerker nehmen wir mit. Das Lake Nut. Verteilerzentrum nehmen wir mit. Und South Nut City, okay. Wow, 42 Frachtdinger hat er, ne? Holy shit, ey. Wie macht der das? Hat hier nochmal so ein Frachtcontainer drin, what? Alter, das Fahrzeug ist riesig. Holy shit. Also kann ich wenigstens mal ein paar Aufträge abschließen, ne? Ich denke, ich mal ein bisschen was fertig hier, ey. Wir müssen irgendwann mal wieder auf die erste Karte zurück, tatsächlich. Weil da haben wir nämlich noch diese eine Ding da immer noch nicht fertig. Da haben wir glaube ich 3 Sterne oder so. Lass ich hier nicht liegen. Die lasse ich hier nicht liegen. Okay. 400 Metalle, die lasse ich hier nicht liegen. Hothender, Lake Nut Ingenieur, South Nut, da haben wir es endlich. Okay, wie komme ich da am besten ran? Ist das noch hier auf unserer Seite? So, ich brauche natürlich ein bisschen Gewichtsreduzierung. Was meinst du, komme ich von dem Stein hier wieder hoch? Eher weniger. Vielleicht von dem Stein könnte ich hier wieder hochklettern. Was ich dann so sagen könnte, ja, okay. Hier und dann. Ah, okay. Alles klar, das klappt.
das klappt, wie ich mir das vorstelle. Alles klar. Dann holen wir uns mal die 180 Likes. Ja, 180. Nehmen wir doch mit, ey. Die nehme ich doch mit, ey. Was los? Da muss ich hoch, ne? Nice. Sehr schön. Die würde ich auch zuerst abgeben, ne? Die ganze normale Fracht. Also die verlorene Fracht würde ich zuerst abgeben, damit wir erstmal ein bisschen Punkte kriegen. Und danach erst die auszuliefernde Fracht. In der Hoffnung, dass wir dann schon Geschenke oder sowas kriegen. South North, 160 Small, nehmen wir mit. Nehmen wir definitiv mit. Was haben wir da hinten? Was ist das da? Zeitregenfarm, okay. Handwerker und so, ja. So, dann muss ich erstmal wieder ranfahren, ne? Bis jetzt, okay. Und mit dem los, der ruht sich hier aus, oder was? Angeforderte Fracht. Ah, du bist es. Ah, dann kriegen wir jetzt wieder modifizierte Blutgranaten, ne? Wow, es war sicher nicht leicht, das alles zu tragen. Oh, es geht eigentlich, ich hab ein Fahrzeug. Das Fahrzeug muss ich echt sagen. Ich habe übrigens was für dich zur Seite gelegt. Ziemlich cool. Ja, jetzt kriegen wir drei modifizierte Blutgranaten, ne? Okay. Wirkungspotenzial gegen das. Ach, die sind einfach stärker. Die sind stärker als normale Blutgranaten. Nehmen wir die erstmal mit. Deine Taten. Gute Arbeit. Neuer. Hat er denn noch irgendwas, was ich in dem privaten Spender nichts drin? Okay. Irgendwas zum Verteilerzentrum. Das hat er. Zaufnot hat er. Okay, sehr schön. Was geht? Jetzt haben wir noch die 800? Ja.
Plague Knot, Cosplayerin, alles schon fertig. Alles schon fertig. Sammler. Keramik, Sammler. Schrotthändler, alte Verteilerzentrum. Verteilerzentrum. Lake Nut. Atelier, Verteilerzentrum, Handwerker. Okay. Handwerker, ja. Alter, ist das Auto voll, ey. Guck mal an, ey. Guck dir das mal an, ey. Oh, voll gepackt mit tollen Sachen. Angeforderte Fracht. Über 500 Kilo. Resin und Metalle kriegen wir jetzt rein. Und Keramik. Okay, warte mal kurz. Material nehmen. Resine. Nehmen wir mal 3. Metalle haben wir nicht viel. Und Keramik nehmen wir auch mal einen raus. Und spezielle Legierung. Nehmen wir auch mal 5 raus. Das kommt alles. Erstmal abladen. Und dann kann ich das in den privaten Spind lagern. So, dann können wir jetzt die angeforderte Fracht liefern. Nicht, dass irgendwas zu viel ist. Du hast es also geschafft. Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. ...1088 Likes haben wir dafür gekriegt. Heftig. Dafür 320. 205. 200, okay. 84, ja. Okay. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. So. Zweitringfarm. Sehr viel Lake Knot. Okay. Hier haben wir noch was. Für South Knot. Sind sie okay, warte. Modifizierte Blutgranaten. Dann würde ich sagen, packen wir mal 3 von denen auf den Rücken. Und dann nehmen wir mal 3 von den modifizierten Blutgranaten und packen die in die Granatentasche.
So, was wir jetzt machen ist, die normalen Blutgranaten werde ich jetzt in den privaten Spind einlagern. Genauso wie die Handfeuerwaffe, die ich nie benutzt habe, und die normale Granate. Warum heißt man so? Okay, mehr haben wir jetzt hier erstmal nicht. Gut. Das Fahrzeug sieht ein bisschen beschädigt aus. Hm? Wollen wir es mal kurz reparieren lassen? Garage. Kurz einlagern. Fahrzeug wird eingeladen. Nehmen wir den wieder raus. Privater Spind. Material. Okay. Das ist die zu liefernde Fracht. Das kann auch aufs Fahrzeug. Das kann auch aufs Fahrzeug. Gut, weiter geht's. Ich werde mal kurz hier links gucken, ob wir hier noch irgendwas zum Einsammeln haben. Na, manchmal liegt da hier auch was, was wir eventuell mitnehmen könnten. Oh, mal gucken, liegt denn hier irgendwas Schönes? Also, wir haben Verteilerzentrum, Schrotthändler, Cosplayerin, Filmregisseur, Zeitregenfarben. Nee. Nix für uns. House, not city, haben wir gar nicht. Nur Lake, not okay. Jetzt gehen wir mal zwischendurch, ne? Ob irgendwas rumliegt. South Nord XL. Okay. Okay. Nehme ich mit. Gucken, ob ich da rankomme. Natürlich nicht, also 62 Likes schon. Na bitte. Nehme ich mit. Ich kann gerade jeden Like gebrauchen. Jeden Like können wir gebrauchen. Ich will nur gucken, wo ich dann hier wieder hochkomme, wa? Hm.
So, wo komme ich denn hier am besten jetzt hoch? Oh, hier sieht es ganz gut aus. Ganz gut. Lief ganz gut. Hochwertige Erde. Okay. Cosplayerin, okay. Aber so kriegt man eigentlich mal ein bisschen was geschafft, war mit dem Fahrzeug. Ist nur blöd, wenn du in irgendwelche Wege hast, wo du nicht lang kommst, ne? Dann bringt dir das Fahrzeug natürlich auch wieder nichts. Wetterstation. So, hier kurz aufpassen, ne? Cosplayerin. Schrotthändler. Der Station. Cosplayerin. Zeitringfarm. South Knot City. Ja, da sind wir ja gerade auf dem Weg, ne? Da sind wir ja gerade auf dem Weg. South Knot City, South Knot City. Yes. Nehmen wir mit. Schrotthändler, Schrotthändler. Sehr gut.
Mal gucken, wie weit wir sie schon pushen können, bevor wir überhaupt die Aufträge abgegeben haben. Dann liefern wir erstmal verlorene Fracht ab. Eine Lieferung? Klasse. Über sowas freut man sich doch immer. Die Leute nennen dich einen Helden. Und damit liegen sie absolut richtig. Held und Legende. Was haben sie denn alles gekriegt? Nur Pflanzenproben und sowas? Was ist das? Ein Freewheeler defensiv. Heißt das, der hält mir Schaden aus? Aber ich habe noch nie so wirklich Schaden bekommen. Sam, mit Hilfe des chiralen Netzwerks haben wir Daten von Experimenten wiederhergestellt, die uns im Bereich der Forschung und Entwicklung voranbringen sollten. Wir haben sogar schon einen Durchbruch erzielt, der in unseren Waffenprogrammen praktische Anwendung finden kann. Blutkugeln, Anti-GD-Munition, die sich die einzigartigen Eigenschaften deines Blutes zunutze macht. Behalte aber im Hinterkopf, dass jeder Schuss, den du abfeuerst, eine kleine Menge deines eigenen Blutes verbraucht. Abhängig von der Situation bringt ein Wechsel zurück zu konventioneller Munition vielleicht mehr. Weitere Informationen findest du auf der Liste herstellbarer Ausrüstung. Blutmunition? What? Truck defensiv. Also ich bin eigentlich mit meinem Half-Life-Truck ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ab sofort steht dir ein zusätzlicher autonomer Lieferbot zur Verfügung. Die Anzahl der gleichzeitig einsetzbaren Bots ist gestiegen von 1 auf 2. Aber hä, ich habe doch von Mama schon 2 gekriegt eigentlich. Deswegen habe ich mich immer so gewundert, warum ich nur einen einsetzen kann. Na gut, jetzt können wir 2 einsetzen. 5000 Metalle, nur 1900 Keramik. Ist ein wenig. Du bist hier stets willkommen, Sam. Für einen Helden finden wir immer Zeit. Ja. Gute Arbeit. Neuer Auf. So, dann machen wir mal die angeforderte Fracht. Nichts schlägt ein von Sam Bridges geliefertes Paket. Was das betrifft, sind hier alle einer Meinung. Wow, wie frisch gedruckt oder so. Oder so. Spezielle Legierung. Was ist denn mit dem Essen, was die haben wollten? Ah, jetzt haben wir ja schon weggebracht. Ja, schon gut. Da sind wir ja schon längst vorbei. So, was ist das denn? Neu entwickelte Materialien. Sieht aus wie Kreppband und... Und so was. Spezialgeräte. Bodenproben, ja.
Okay. Du bist hier stets willkommen, Sam. Für einen Helden finden wir immer Zeit. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere... Das ist so schwer für den, oder was? Hm. Zeitlimit. Wenn ich wüsste, dass ich irgendwie rüberkommen würde, ne, dann würde ich das ja selber machen. Holy shit! Alter, 2500 Kilo? Tausender Metalle, ey. Okay. Was ist das denn eigentlich? Briefe, Premium-Lieferungen auswählen. Was ist das? Premium-Lieferungen. Ist das dann doppelt so viel? Sehe ich das gerade richtig? Likes, 2500 Kilo. Liefere. Achso, das sind andere Bedingungen. Achso. Aha. Ja, probieren wir doch mal aus, oder? Wäre ich voll dafür, ey. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Hallo, Mienchen. Verbesserte Version der Handfeuerwaffe Stufe 1, die mit gegen GDs wirksame Blutkugeln geladen werden kann. Außerdem verfügt sie über ein großes Magazin, einen Schalldämpfer sowie ein optisches Visier, das die Zielgenauigkeit verbessert. Eine kompakte halbautomatische Schusswaffe. Tödliche Antipersonenwaffe zusätzlich noch. Aber es ist auch gut gegen GDs. Aber brauche ich doch jetzt erstmal nicht, oder? Das kann ich mir später noch zusammenbasteln, würde ich sagen. Eigentlich müsste ich den... Nee, komm, wir lassen den mal draußen. Da siehst du die Belastung der Tiger jetzt erst. Im Fahrzeug ist diese Belastung dran, wie geil. Hallo Mädchen. Na du, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Aus nicht schlafen. Zeitlimit. Atelier. Cosplayerin. Ja, Mama, brauchen wir eh nicht. Obwohl, die könnte uns vielleicht neue Sachen geben. Ach, ne, ist egal. Jetzt ist er schon weg. Jetzt ist er schon weg. So viel Zeug. Dir geht's gut, das ist schön. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Okay, wenn ich es richtig hinten deute, dann ist dieses, was jetzt da hinten so rot leuchtet, ist jetzt, wie voll dieses Fahrzeug ist, glaube ich. Interessant zu wissen, dass man das so sehen kann. Ich glaube, wir fahren mal ein bisschen langsamer durch. Wir verbrauchen so nämlich schon relativ viel Akku, wie es aussieht. Alter Verwalter, der verbraucht ja richtig. Wir verbrauchen ja richtig krass. Holy.
Dann hoffen wir mal, dass wir es noch bis zur Straße schaffen. Ist so ein Tesla. Ja, die funktionieren ja auch alle mit Strom, ja, das stimmt schon. Ja, und solange wie wir jetzt aber hier auf der Straße bleiben, verlieren wir jetzt erstmal keinen Strom. Ziemlich cooles. Wow. Vorsicht. Ja, wir haben heute einen Weltkrieg haben wir heute mitgemacht. Wir sind jetzt auch, glaube ich, in der nächsten Episode, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind jetzt in der Episode 4, Anger. Oder Unger. Je nachdem. Mal gucken, wie die Leute den Namen aussprechen. Ich denke mal, die nennen den Anger. Englisch wahrscheinlich. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Vielleicht sagen sie auch Unger zu denen. Zu diesen Jack Nicholson-Typen. Oder wie heißt der? Das ist doch Nicholson, oder? Kenne mich so mit Schauspielernamen leider nicht so gut aus. Die Hunger Games. Premium-Lieferung, sagt er ja. Ja, wir werden auf jeden Fall den Metall erstmal wieder mitnehmen. Und dann unten die Straßen noch fertig bauen, würde ich sagen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo unsere Quest weitergeht. Muss ich denn mal auf der Karte gucken? Ne? Und dann muss ich irgendwie mal gucken, wie wir auf die alte Karte wieder zurückkommen, weil da haben wir ja auch noch diesen Lake Nord City oder wie der heißt. Oder keine Ahnung, irgendwas mit City. Die heißen ja irgendwie alle gleich. Irgendwas mit Knotenstadt, blablabla, Knotenstadt, oder Stadtknoten. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich die Straße ausgebaut habe. Die erleichtert so den Spielfluss um einiges. Um einiges. Stell dir mal vor, ich müsste jetzt hier überall durch den Weg fahren und so, also ohne Straße, ne? Komplett durch die Walachei, über Stock und Stein. Das ist ja Kürre, ey. Ja, ich habe jetzt aktuell nur noch 3 Abschnitte, die ich bauen könnte. Werde ich jetzt auch gleich als nächstes machen. Die versuchen, die fertig zu bauen. Wir haben super viele Aufträge von abgegeben. Was ziemlich geil ist. Ich glaube, ich habe 15 Aufträge auf einmal irgendwie so abgegeben, mehr oder weniger. Durch das Auto halt, ne? Weil das so viel transportieren kann, ey. Das ist richtig cool. Was suchst du denn, du Schwachkopf? Hier bin ich.
voll die Noobs, ey. Also so geil, ey. 1500 Kilo können darauf. Gut zu wissen, ey. Auto so Porno. 28 Dinger, das sind. Immer wissen, wie viel Kilo das insgesamt sind. 3, 6, 9, 12, 15, nicht ganz, 14. 1400 allein nur die Metalle. 9, 12, 14 mal 800. Ne, 14 mal 80, so rum. Sind auch 1120. Alter, über 2000, ne? Knapp 2500 Kilo kann, glaube ich, das Fahrzeug tragen, ey. Hey, Sir. Schön, dich zu sehen. Wow, das ist deutlich mehr als erwartet. Vielen Dank, Sir. Crazy. Und das war sogar eine Premium-Lieferung. Ah, ich hätte mal vorher den... Ja, ich hätte mal vorher leer machen sollen. Scheiße. Voll vergessen, ey. Voll vergessen, den großartiger Transporteur verlieren. Als Kurier erwarten dich allerdings neue Herausforderungen. Ich kann mehr Fracht tragen, okay. Ist mir immer eine Freude, Sir. Haben wir irgendwie einen Safe, der irgendwie davor ist oder sowas? Weil ich würde das schon gerne irgendwie leer machen. Ja, ja. Um 13.46 Uhr. Habe ich 3 Minuten gebraucht von da unten nach oben? Nee, ne? Egal, jetzt haben wir es verkackt. Drüber geschissen. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du. Okay, so Leute, was brauchen wir? Für die letzten 3 Straßen 3000, 6000. Achso, nur noch 2. Also nur noch 2. Okay, 6240. Können wir nicht machen, also 6250. An einem Lieferterminal. 6250. Wo
Was brauchen wir noch? 2400 plus 2280 sind 4680. Dann haben wir davon mal ein bisschen was mit. Ein bisschen, komm. Nicht übertreiben. Lass den auch noch was. South North City, das könnte man auch mitnehmen. Mit dem Extrakt vom Frischen aus dem GD-Bereich versetzte Reformkost. Okay. Der müsste aber eigentlich erstmal repariert werden, sehe ich gerade. Wie weit ist denn der schon runter? 52%. Uiuiui. Jo, bis gleich. So, dann muss ich das natürlich wieder mitnehmen. Vergessen, ne? Okay. 200 Milliliter hat er nur getrunken. Von daher dachte ich, ihm ist durstig, ey. Und dann trinkt er nur 200? Was ist denn da los? Lake North.
Breaknot. Ingenieur. Handwerker, Handwerker, okay. Super viele Metalle. Mir fällt gerade auf, jetzt habe ich gar nicht das richtig verteilt, oder? Obwohl, hier kann ich 3050 reinpacken. Und 3020. Nee, okay, das passt dann. Bei den anderen passt das auch. Juhu, gerade noch so Schwein gehabt, ey. Ich dachte gerade so von wegen, ich hab's falsch verteilt, ne? So von wegen, dass ich dann irgendwie Überschuss habe. Ich dachte, da steht 400 Metall, aber steht ja bloß 100. Also obwohl wir im Auto sitzen und es regnet, kriegen wir jetzt trotzdem Monster Energy nachgefüllt, ja? Interessant. Also wenn ich leichte Metalle haben will, muss ich zur Wetterstation Aufträge machen, ja. Die geben mir dann immer schön leichte Sachen. Wegen 1000 Metall für 200 Kilo. Ne, für 20 Kilo. Das ist schon mal auch ziemlich geil. Teiler, Sammler, ist alles dasselbe noch, ne? Naja, alles dasselbe. Ist noch nichts neu gespawnt. Radium habe ich eigentlich noch. Okay. Dafür muss ich ja jetzt gleich auch was abgeben, ne?
Bringt das irgendwas, die abzugraden? Auf Stufe 2 oder so? So, dann kriegen wir das auch noch fertig. 8, 16, 24. Boom. Straße complete. Also das ist komplett fertig. Müssen wir nur gucken, wie wir so einen Stand halten, ne? Lieferbot ist auch fertig, okay. Eine Lieferung. Ist das alles für uns? Wow. Ich hoffe, du hast dir nicht den Rücken kaputt gemacht. Nee, nee. Ab dem Auto. Ich immer noch davon ausgehe, dass ich alles per... Ich weiß nicht, per Rücken trage. Schönheitsprodukte. Ja, dann ist halt ein bisschen Mascara ausgelaufen, was soll's. Du bist hier stets willkommen, Sam. Für einen Helden finden wir immer Zeit. Mhm. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere... Will ich aber auch nicht warm, oder? South Knot. So, fast fertig. Der hier fehlt irgendwie noch. Nummer
Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Zeitlimit, ja, würde ich selber ganz gerne wegbringen, tatsächlich. Müssen wir mal gucken. Ja, weißt du was, komm, hier pennen wir kurz eine Runde. Sam ist sowieso gerade ein bisschen schwach auf der Brust. Der müsste sich mal wieder ausruhen. Upsala. Upsala. Ich wollte eigentlich noch ein paar Energies trinken. Na nee, gut, okay, dann nicht. E-Mails. Der hat mit seinen Eltern gesprochen. Ich soll zu Mama. Schon gar Wunder, wo mein nächster Auftrag ist. Ja, dann gehen wir mal zu Mami. Mal gucken, was die uns noch so sagen kann. Über diesen Unger. Zu Hause. Wie kommt man am besten rein? Wo ist da der Eingang? Ist der eher hier auf der Seite oder auf der anderen Seite? Okay, der scheint eher auf der Seite zu sein. Gut. Gut, 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 gut. Nicht jetzt. Sie beißt nicht. Schön, dass du hier bist. Ach, da war schon Episode 4, ne? Liegen ja schon herum. Sie hat Hunger. Was zum? Das haut ja. Ist schon irgendwie komisch, warum die da so ein GD-Baby hat. Ist aber auch mit ihr verbunden, ne? Ja. So, sie schläft. Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch.
Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain North City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oder aber, vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt.
Dann schlugen die Terroristen zu. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Ein Blutbeutel von mir. Hab noch ein paar bei. Die ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Ja, aber nur wenn man so denkt wie du, Mike. Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen.
Sam. Dein nächstes Ziel ist es, Mountain Knot City ins Netzwerk einzugliedern. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Knot City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Knot City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder, wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South Knot City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung. Behalte die Option einfach im Hinterkopf. Ich lasse mich nicht teleportieren, da verliere ich ja alles. Huiuiuiui, was ist denn da gerade alles passiert? Meine Güte. Viel zu viel passiert gerade. Nee, wir brauchen nicht geportet werden. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie rüberkomme. Das sieht mir so aus, als wenn ich da vielleicht was hinbauen könnte. Ach, da ist das nächste Ding, okay. Da oben sauber sein? Da. Das sieht aus wie so ein Verbrennungsofen. Kann ich noch mehr Straßen bauen, sehe ich gerade. Sollte man mal im Hinterkopf behalten. Hinterm Wasserfall. Holy. Hier könnte man vielleicht gut rüberfahren. So steil wäre da. Für ein Auto vielleicht zu steil, müssen wir mal gucken. Habe ich erwähnt, dass dein TCK jetzt eine Seilrutschenoption hat? Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. Stufe 1 kann bis zu 300 Meter Entfernung voneinander platziert werden. Okay, dann brauche ich definitiv Stufe 2. Fahrzeuge und Lastenschweber können keine Seilrutschen benutzen. Okay, dann lasse ich das erstmal. Was sagt denn hier meine Fracht?
Handgranate. Auf dem Rücken. Und die hauen wir mal da rein. Ja, oder so. Okay, also, er möchte, dass ich entweder nach Southnot fahre. Wo soll denn hier eigentlich diese Zeilding sein? Ach da. Hm. Ja, wann steht das denn hier? Ist doch gerade erst aufgetaucht, oder? Von da vorher noch nicht da. Aha, und wenn du das Ding upgradest, likes. Naja, komm hier. Bitte schön, Mama. Ganz toll. Seit wann stehen die denn da rum? Mal kurz gucken. Ja, was ist jetzt besser? Auto oder Seilrutschen, wa? Interessant, warum hat die hier drei Seilrutschen gebaut? Aber nur zum Testen, ne? Würde ich mal schätzen. Also, wir müssen jetzt hier hin zurück, ne? Ziel, Verteilerzentrum, genau. Hier wäre Herr Fragile. Warum hat die eigentlich keinen richtigen Namen, die Frau? Ich weiß nicht, wie viel ich tragen kann. Vielleicht kann ich auch das tragen, was Sam halt tragen kann, ne? Und Sam kann im Moment knapp 300 Kilo tragen, also. Oder ein bisschen mehr als 300. Aber halt keine 1000 wie dieses Fahrzeug, ne? Oder 2500 sogar, ne? Dieses Fahrzeug kann 2500 Kilo tragen, also. Warte mal dann. Was hat Mama jetzt gerade für Dinger gehabt? Achso, ich sollte irgendwas einsammeln für sie, ne? Ja. Ja, dann gucken wir einfach mal ganz kurz hier hinten nochmal, ob wir einen Auftrag haben für für ein Verteilerzentrum. Alter, mach doch mal Ding auf hier. Und was ist denn da noch sonst so unterwegs? Handwerker wäre noch da unterwegs, ne? Aber Handwerker hat auch nur die modifizierten Blutgranaten. Sind mir nicht so wichtig. Wohl nicht. Aber Cosplayerin könnten wir vielleicht nochmal gucken. Vielleicht hat sie noch irgendwas Schönes für uns. Revolutionäre PlayStation-Systeme.
Antike Videokabelgeräte. VHS-Kassetten oder so. VHS-Rekorder oder was? Ja, hier kommen. Mit. Ich habe noch einen Bot. Achso. Egal, weg damit. Standardaufträge. Oh ja, okay. So, wir haben ein bisschen Metall und sowas. Nicht wahr? Ein bisschen Keramik. Würde ich gleich mal ein bisschen was mitnehmen wollen. Aber nicht für hier, sondern gleich für hier und für da. Okay, was brauchen wir denn hier hinten? 1200 Keramik und 1600 Metall. Keramik. 1600 Metall, ne? Okay. 1680 und 1260. Also 1700 und 1000. Erstmal 1700 Metall. 1260, ne? Okay, dann brauche ich nochmal so einen 640er. Dann brauche ich nochmal so einen 640er. Okay. Weil dann bauen wir nämlich da auch gleich die Straße ein bisschen weiter aus, wenn ich da eh lang muss. Ist ziemlich lustig mit den Seilrutschen, aber wahrscheinlich nur an ganz bestimmten Stellen. Wie du schon sagst, so über Schluchten und Flüsse und so ist das, glaube ich, ganz gut. Aber dann kannst du halt aber auch kein Fahrzeug mitnehmen, ne? Das ist halt. Im Prinzip musst du dich dann entscheiden, ja. Ich bin ja mal gespannt, was ich jetzt da beim Verteilerzentrum mitnehmen soll.
Sam, such am Terminal nach verfügbaren Aufträgen. Natürlich, was soll ich denn sonst machen? Erstmal gucken, ob wir zum Handwerker vielleicht nochmal vorbeikommen. Ja. Die gibt uns ja immerhin die speziellen Blutgranaten, die stärker sind als normale Blutgranaten. Uff. 858 Likes. Müsste ich eigentlich erstmal wieder zurückfahren, wa? Hätte ich da jetzt mal so 5 Sterne, aber das können wir auch später nochmal machen. Erstmal den Handwerker. Wegposten nördlich von Mountain Not City, okay. Natürlich, komplett durch GD-Gebiete. Na toll. Hier müsste ich eigentlich kurz mal einlagern, wa? Auftrag zugewiesen. Ich lagere den mal kurz ein, sicher. Nicht, dass er unterwegs kaputt geht oder so. Ich meine, der hat noch 65 HP, ne, also 65%. Das vielleicht irgendwie, dass ich das komplett markieren kann? Nee, weil ich muss das einzeln machen. Kann ich hier auch Blutpatronen reinmachen? Ich nehme die mal mit. Wir haben sogar noch eine Anti-GD-Waffe, okay. Einsatz von Waffen ist verboten. Wollte nur mal gucken. Meine Güte. Ich wollte nur mal gucken, Mann. Wechsle ich jetzt auf Blutgranaten, Blutdinger? Gar nicht, wa? Müsste wahrscheinlich eine Stufe 2 Waffe sein, dann. Okay. Na, wir haben ja noch eine Anti-GD-Waffe dabei.
dann nutzen wir die. Gerade nochmal gesprungen. Mehr davon, okay. Deine Taten. Weiter. Na sichi. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Kann ich schon irgendwas machen hier? Geil. So, warte mal, die Straße ist fertig. Wo fängt denn hier die nächste an? Ach, da. Ist da vorne nicht der Riesen-GD gewesen? Der 5-Meter-GD? Was? Wo ist mein Auto? Ist weit weg oder was? Ich dachte, das hat ein bisschen mehr Reichweite, aber okay, okay, dann fahren wir noch ein bisschen ran, ne? Kein Problem. Sind wir jetzt nah genug dran? Oh nee, der hat das Material eingelagert. Oh Mann, ey. Verdammt. Okay. Das ist natürlich schlecht.
Das ist natürlich schlecht. Ihr hättet mich ja auch mal drin erinnern können. Mann, Mann, Mann. Mithelfen, Leute. Mithelfen. Ich kann doch nicht immer alles alleine machen. Ich brauche auch mal eure Hilfe. Mich doch eigentlich hören, oder? Der Typ. Scan wird gestartet. Bridges ID ID. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das eigentlich, wenn ich auch so mache hier? Nee, weil der private Spind ist hier nicht dabei. Ja, okay. Alles klar. Also den habe ich doch hier vorhin eingelagert, ne? Deswegen ist ja jetzt auch alles hier in dem privaten Spind drin, ne? So, wie viel brauchen wir denn jetzt hier? Einmal hatte ich 640 dabei, ne? 2000 Metalle, glaube ich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir nochmal nachgucken. Wo habe ich denn das Zeug jetzt gelassen? Ist das jetzt hier unten? Nee, das ist nicht. Okay. Da muss es ja jetzt hier sein. Okay, also wir haben 2000. Okay, 1600 und 1600, genau. Okay, 1600 und 1700. Okay, haben wir. Das ist 1200. Also nochmal so ein 640er. Aber den muss ich rausholen, ne? Genau. Den muss ich rausnehmen. Geht euer Internet wieder? Oder was ist los? 1260, 1200. 1600 und 1700. Okay. Jetzt haben wir alles.
Jetzt haben wir alles. Puh. Kurz was ausprobieren. Also hier liegen plötzlich Keramik, ne? Instruktionsmenü. Reparieren. Das darf ich gar nicht machen, ja? Nur Scheraien oder Metalle. Ah ja, okay. Teuer, wa? Echt teuer, ey. Na gut. Was brauchen wir jetzt noch? South Mod, ne? Das Gute ist ja, bei Straßen kann ich Metall, Keramik und chirale Kristalle nehmen. Und 1200. Boom, 2000 Likes. Nur habe ich nicht das Gefühl, dass diese Straße irgendjemand benutzen wird, außer ich. Da ist ja voll durch hier. Wollen die mich wirklich hier durchschicken? Wenn die ein Rad haben, ey. Oder fährt er dann so rüber? Wie so eine Brücke.
super viel Keramik. Was ich ja schon mal geil finde, ne? Was ist denn da? Da hängen ja irgendwelche Teile in der Luft. Was ist das denn? Mit meiner Doppelhand und nur 45? What? Das wäre richtig wenig. Ich muss weiter nach links. Was passiert hier? Also da sind super viele GDs drin, ne? Oh, da ist noch so ein Ding, wa? Scheiße. Scheiße. Ist das hier die richtige? Kurz Keramik gucken. Ja. Da fehlt ein Stück Straße. Tausendsiebenhundert und 1300. Ja, okay, der hat nichts. 1700, 1300? Nee. Der hätte was. Und der hätte auch noch was. Und hier gibt es super viel Keramik. Da gehe ich vielleicht mal rein, aber nicht jetzt. Wir bringen erstmal die Pakete ab, weg. Und dann fahren wir da mal rein und holen uns das Keramik, was da drinnen liegt. Plus die ganzen Scheraien, wenn ich die GDs töte. Vorsichtig auf jeden Fall. Ich will nicht gekillt werden. Müssten wir nicht schon da sein? Wo ist denn das Ding?
Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Na bitte. Kann ich hier noch gebrauchen, ne? Mehr als genug. Was ist denn das hier für ein kleiner Posten? Der ist ja voll winzig. Liefern. Oh, du musst Sam Bridges sein. Diese Ein-Mann-Expedition. Trotz unserer abgelegenen Lage kriegen wir hier oben alles mit. Wir wissen alles über den großen Lieferanten, den GD-Killer, den Terroristen. Stopper. Am letzten Namen feile ich noch. Freut mich echt, dich kennenzulernen. Also, was hast du für uns? Wow, unglaublich. Das wird uns sehr helfen. Danke. Du wirst den Wegposten nicht wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Ach, den wollen sie ausbauen, ja? Okay. Sehr schön. So, Chemikalien können jetzt in allen den UCA-zugehörigen Einrichtungen verwendet werden. Die Menge an Material, das am Wegposten nördlich von Mount Not City verwendet werden kann, wurde erhöht. Chemikalien. Okay. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch ans Netzwerk angeschlossen werden, oder? Ja. Das ist aber ein riesiges Gebiet. Plattenpanzer Stufe 1. Silber und Gold. Sowie nicht tödliches. Oh, nicht tödliches Sturmgewehr. Geil. Mann, es ist echt toll, so richtig zu den UCA zu gehören. Wir saßen wortwörtlich viel zu lange auf einer Insel fest. Ich kann es kaum erwarten, wieder Verbindung zum HQ zu haben. Es wird viel Arbeit brauchen, um diesen Ort zusammenzuflicken. Aber ich bin so motiviert wie nie zuvor. Wir lassen unser Land nicht hängen. Danke, Sam. Und viel Glück da draußen. Nicht, dass du es bräuchtest. Ehe du dich versiehst, bist du an der Westküste. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du das Netzwerk bis zum Verteilerzentrum nördlich der Stadt erweitern. Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt dafür, denn die haben gerade einen Notruf abgesetzt. Die Lage ist unübersichtlich, aber es hat wohl einen Unfall gegeben und es müssen Verletzte versorgt werden. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Alles klar. Machen wir dann aber erst in der nächsten Episode.